So, hallo, Hallo. Methode. Jetzt, grüß dich. Hi, Servus. Also, ich kündige mal an. Hallo, liebe YouTube, liebe Facebook-Freunde. Hier ist euer spiritueller Anarchist. Und an der Leitung habe ich den YouTuber Methode und heute geht es um die Frequenzen von Marco Hümer und zwar Erfahrungsbericht. Ja, Methode, möchtest du gleich mal starten? Du hast Ja, ja gar schon eine nicht. gekauft, Weil du kannst Frequenzen. mich auch gar nicht mit dem Vornamen ansprechen, also brauchst du nicht immer Methode sagen. Okay, alles klar, Genau. Christian. Ja. Gar nicht. Okay. So, jetzt. Also, Aufnahme läuft. Okay. Ja, Christian, du hast ja die Frequenzen gekauft. Erzähl mal, was hast du für Frequenzen und wie haben sie bei dir gewirkt? So. Da fange ich am besten mal ganz von vorne an, dass ich ihm da mal so einen Rundumblick gibt. Also so angefangen hat es mit, der Marco hat ja so eine Aktion gehabt, ich glaube am Weihnachten war das, wo man irgendwie vergünstigt hat seine Frequenzen kaufen konnte. Das habe ich dann genutzt und habe dann gleich ein bisschen habe ich mich eingedeckt. Was habe ich ausgegeben? So ungefähr 60 Euro. Also ich habe mir jetzt nicht die ganz hochqualitativen Frequenzen geholt, sondern ja, die normalen. Okay. Und darunter war jetzt zum Beispiel einmal der Motivationsboost, dann habe ich mal eine geholt fürs Lernen, Super Learning, glaube ich, oder wie die heißt. Dann, was habe ich mir noch geholt? Das Gate 1 habe ich mir geholt. Okay. Dann, was war noch? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Also wie auf jeden Fall 60 Euro ungefähr. Und dann würde ich einfach mal so erklären, wie das so alles für mich war. Also ich fange einfach mal von vorne Ganz an. kurze Zwischenfrage. Ja, gerne. Was hältst du von, was hast du so gehalten von der Weihnachtsaktion von Marco? War das okay? War das oder hätte mehr rausspringen können oder so? Was war das so der Eindruck? Ja, ich will es jetzt nicht schlecht reden. Also, mein, klar, ich bin jetzt nicht der Fan von solchen Aktionen irgendwo, weil es ist mal zu sehr verkaufsmäßig einfach alles. Allgemein meinst Und du jetzt so? ja, schon. Also mich nerven solche Aktionen und ja, am Ende es hat alles, man kann an allem was Gutes und was Schlechtes sehen. Also ich lasse jetzt einfach mal dabei, ich selber mag es jetzt nicht so. Ist aber auch nichts Schlechtes sagen, weil es hat ja durchaus natürlich seinen Vorteil, wie ich jetzt gleich auch erzählen werde, was ich daraus hatte eben. Okay. Und wie gesagt, man kann in noch so einer guten Aktion kann man was Schlechtes sehen, in noch so einer schlechten Aktion kann man irgendwas Gutes sehen. Also es liegt auch immer ganz im Ist Auge so des neutral, Betrachters. ja. Ja. Okay. Also ich fange einfach mal von vorne an. Also ich habe da seinen Shop benutzt. Und es läuft dann irgendwie, man kriegt so eine PDF-Datei, da gibt es dann so einen Link, den man anklicken muss. Also zuvor musste ich ja noch so, damit ich die ZIP-Dateien überhaupt auspacken kann, musste ich mal so ein Programm runterladen. Das ist allerdings umsonst. Das erklärt er auch alles wunderbar auf seiner Seite, finde ich. Also das ist alles super erklärt. Er erklärt dann auch, er hat da so eine Videoreihe, wo er dann schön erklärt, was alles schief gehen kann, was man dagegen machen kann. Und ja, dann habe ich mir die geholt. Wie gesagt, es ist ein bisschen umständlich mit dem, man muss den Link dann anklicken, da muss man bestimmte Passwörter eingeben. Und es wird dann zwar schon alles nach und nach erklärt und so, also man kriegt es schon hin, aber es ist ein bisschen umständlich. Aber soweit ich weiß, hat er jetzt dann eh einen neuen Shop, wo das dann viel leichter alles funktioniert. Ich sag's mal Okay. so, wie es allgemein halt für mich alles war. Dann habe ich das runtergeladen. Es gab irgendeinen Fehler, es hat nicht funktioniert. Und da bin ich immer ziemlich ungeduldig, muss ich zugeben. Also da war ich dann ein bisschen angepisst, dass es nicht geklappt hat. Ich habe dann seine Videos alle durch, wo er dann erklärt, dass eben alles schief gehen kann. Man soll das und das ausprobieren, man soll dann jenes mal ausprobieren, einen anderen Browser und bla bla bla. Also da brauche ich jetzt nicht so genau drauf eingehen, es ist super erklärt alles. Aber es hat dann alles nicht geklappt bei mir. Und es steht da zum Beispiel auf seinem Link, ja, innerhalb von 72 Stunden muss man das eben ausführen, weil sonst der Link ungültig wird. Und da war ich dann gleich wieder so, ah, jetzt könnte es doch wieder Verarsche sein. Weil ich habe zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht so viel gewusst von Marco und wusste jetzt nicht, ob es vielleicht doch alles nur eine Masche ist und es gar nicht richtig funktioniert. Und ich habe dann gleich eine E-Mail geschrieben, war dann da auch ein bisschen angepisst, also ich habe jetzt nicht unhöflich geschrieben, aber ich habe halt geschrieben so, ja,
Hat halt jetzt nicht funktioniert bei mir, es klappt nicht. Ich habe alles ausprobiert, was er da beschrieben hat in seiner Videoreihe. Und es klappt trotzdem nicht. Und ich finde es halt jetzt irgendwie ja, bescheiden, dass es nach 72 Stunden dann verpufft, weil ich habe dafür bezahlt. Und wenn ich dafür bezahlt habe, dann will ich schon auch was davon haben. Er hat dann, das war ziemlich spät am Abend, das weiß ich noch, ich glaube, es 10 Uhr, 10 Uhr am Abend war das. Und da war ich überrascht, dass er gleich noch geantwortet hat. Also war er so spät noch am Arbeiten. Und ganz freundlich zurückgeschrieben, hat er gemeint, so ja, es kann sein, dass sein Server gerade überlastet ist, weil es wegen der Aktion eben wahnsinnig viele, keine Ahnung, Downloads oder Uploads gibt oder keine Ahnung, wie man das genau nennt. Auf jeden Fall kann es sein, dass es so eine Serverüberlastung gibt. Und meine ich, ja, okay. Finde ich aber nett, dass er gleich geantwortet hat und so. Und er hat dann gemeint, er ist nur gerade auf dem Nachhauseweg. Aber er meldet sich morgen dann gleich nochmal bei mir. Ich habe es dann eine Stunde später, habe ich es nochmal probiert, da ging es dann auf einmal. Habe dann aber auch gleich zurückgeschrieben, dass es passt. Und er hat dann auch wieder geantwortet, ist auch wieder super freundlich, hat dann auch gemeint, so, ja, wenn irgendwas sein sollte, kann ich mich immer an ihn wenden und kann schreiben. Und also das fand ich vom Service her schon mal super. Dann war ich auch zufrieden. Die Frequenzen haben dann auch geklappt. Der Download hat geklappt. Ist auch ausprobiert. Also ich habe es gleich mit Kopfhörer ausprobiert. Und ich muss echt sagen, also ich habe ja zuvor schon immer gerne mal so Frequenzen gehört auf YouTube. Die kostenlosen. Und ja, war immer angenehm zu hören, aber da habe ich dann schon gemerkt, und das war mit Sicherheit auch kein Placebo-Effekt, weil es definitiv anders war. Also ich habe dann schon gemerkt, dass das irgendwas macht im Gehirn. Angenehm. Dass irgendwas passiert. Und ja, da war ich ganz überrascht. Das Gate 1 habe ich dann gekauft. Ich weiß gar nicht, ob das Gate 1 schon da war bei der Aktion oder ob ich das später dann geholt habe. Aber auf jeden Fall mit dem Gate 1 würde ich dann ganz normal meinen Erfahrungsbericht dann starten. Also ich habe viele Videos von ihm angeschaut. Ich habe ernsthaft immer versucht, jetzt die Astralreise hinzubekommen. Das Problem war aber, ich habe mir nie die Mühe gemacht, mal ernsthaft mir so eine Videoreihe anzuschauen, wie man das einführt und auch was man achten muss. Und also wie gesagt, wie man es einleitet. Und dann bin ich irgendwann mal auf ein Video von ihm gestoßen, wo er erklärt hat, dass so der Kardinalsfehler, den manche, also den die meisten begehen, ist immer, sie versuchen das beim Einschlafen. Und das habe ich auch immer gemacht. Ich habe es immer versucht beim Einschlafen, weil es halt auch bequem ist. Man schläft ja eh dann ein, liegt im Bett. Und dann habe ich mir gedacht, okay, versuche ich es dann. Dann hat es halt nie funktioniert. Es hat nie, also bis heute noch nicht funktioniert. Aber wo ich dann eingeschlafen bin, habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich mir das Video angeschaut. Jetzt klappt es halt von mir aus nicht mit der Astralreise, aber jetzt will ich einen luziden Traum haben. Vielleicht klappt ja das. Und ich bin dann eingeschlafen. Also, wie lange habe ich da jetzt schon die Frequenzen gehört und mich damit beschäftigt so mit dem Thema? Das war so ungefähr 3 Monate, muss ich sagen. Bin dann in der Nacht aufgewacht, keine Ahnung, es war glaube ich 4 oder so in der Nacht, habe noch geträumt und habe mir gedacht, okay, jetzt träume ich gerade so leicht, bin leicht wach, wenn ich jetzt gleich wieder einschlafe und weiter träume, dann weiß ich, dass ich träume. Und dann hat es funktioniert. Und ich hatte einen luziden Traum. Und ich rede jetzt auch schon eine Weile, wir können gerne mal so nochmal über den luziden Traum an sich sprechen dann, den ich da hatte, weil es war definitiv einer, ich war total klar im Traum. Und ich habe mir auch zuvor von ihm ein Video angeschaut, wieder zu seinem luziden Traum, wo es ein paar Tipps gibt. Da erklärt er zum Beispiel was mit so einem Tunnel, mit so einem Weißen, wie man sich vorstellen soll, dass man auf jeden Fall relaxed ist erstmal, dass der Puls nicht so hoch steigt, weil man sonst wieder aufwacht. Das hab ich mal angeschaut und habe mir das auch immer so eingeredet, so in der Realität jetzt so, ja, ich bin im Traum, wow, ich bin im Traum, ich bin im Traum. Und als ich dann in dem Traum war, das Geniale war aber, also ich habe jetzt nicht den Tunnel gesehen oder so, da bin ich gegangen, sondern ich war in einem Auto. Ich war in einem Auto und da waren Jugendliche mit mir in dem Auto und wir wollten Party irgendwie machen. Und ich habe mir gedacht, cool, ich merke, dass ich in dem Traum jetzt bin, super, jetzt bleibe ich ganz ruhig und schaue mir die Sache erstmal an. Und dann sind wir halt so langsam gefahren mit dem Auto. Und dann, wie es im Traum halt so ist, es entspricht ja nicht 100% der Realität, sondern ich habe mir das dann angeschaut und das Auto ist dann nicht mehr geradeaus gefahren, sondern so seitlich auf einmal halt. Und es hat immer so geflackert alles so ein bisschen. Und dann habe ich mal gemerkt, okay, das wird mir jetzt doch ein bisschen langweilig. Und dann habe ich gemeint, so, aussteigen jetzt, ich fahre jetzt weiter. Und dann bin ich dann weitergefahren. Wie gesagt, der Traum geht noch weiter. Kann ich gerne mal anders mal nochmal Ja, aus dem Traum genau, weil gehen? das würde vielleicht sonst den Rahmen sprengen von dem Genau, Video. ja. Da
Kann Aber, man ja was, sogar also was ich extra sagen wieder muss, so, Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche, machen. so jetzt mein Feedback. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, dass ich jetzt wegen dem Gate 1, weil da habe ich irgendwie vom Gefühl her den meisten Effekt irgendwie so verspürt, wo ich das ausprobiert habe. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, dass es wegen der Frequenz jetzt war oder wegen den Frequenzen, dass ich diesen luziden Traum hatte. Aber ich kann hundertprozentig sagen, hätte ich mir die Frequenzen nicht geholt, hätte ich den luziden Traum nicht gehabt. Definitiv nicht. Weil es hat was bewirkt, das spüre ich einfach. Und ich habe mich auch mit vielen anderen noch beschäftigt. Also wie gesagt, ich habe mir seine Videos angeschaut. Dann habe ich auch auf YouTube so auch noch Frequenzen gehört. Also es ist nicht nur seine, hat man auch, ich höre Ja, gerne habe ich so. auch gemacht, ja. Ja, genau, das habe ich mir auch noch angeschaut. Habe was drüber gelesen, habe mir auch ein bisschen was von der Konkurrenz angeschaut, will jetzt keine Namen nennen. Und das alles hat dazu geführt, dass es funktioniert hat. Und also was ich jetzt sagen muss, wenn jetzt einer zu mir herkommen würde und würde sagen, hey, pass auf, Chris, 1000 Euro. Oder sagen wir noch mehr, sagen wir 1500 Euro. Du zahlst jetzt 1500 Euro und ich kann dir garantieren, dass du jetzt einen luziden Traum haben wirst. Wo du alles machen kannst in dem Traum, wo du alles unter Kontrolle hast, wo du alles bewusst erlebst. Dann würde ich wirklich überlegen, würde ich überlegen, ja, okay, für 1500 Euro gibt man auch einen Urlaub und es kann auch ein beschissener Urlaub werden. Und wenn ich jetzt sicher weiß, für 1500 Euro erlebe ich einen luziden Traum, den, sage ich jetzt mal, der größte Teil der Menschheit niemals erleben wird, so einen Traum. Die 60 Euro, die ich ausgegeben habe, mehr als rentiert. Ja, also was würdest du sagen? Würdest du die Frequenzen weiterempfehlen? Was würdest du sagen? Wie sind die Frequenzen zu anderen Frequenzen? Was würdest du so sagen, so Also allgemein? man merkt ganz klar, dass es qualitativ wirklich top ist, weil er sich da wirklich Mühe gibt. Also Okay, es okay. hört sich erstens mal, man hört es an der Frequenz an sich, da geht was ab im Kopf. Also das ist so ein Brummen oder so, ich kann es nicht genau beschreiben, aber man merkt einfach, da passiert was. Und die Musik, die er dazu noch spielt, das passt auch immer so wunderschön rein. Also es ist alles ziemlich harmonisch, man merkt, dass er sich da wirklich viel Arbeit gemacht hat und man spürt einfach, dass es qualitativ gut ist. Also würde ich definitiv weiterempfehlen. Also Aber halt nicht nur. Ich würde jetzt nicht sagen, kauf jetzt einmal Gate 1 oder keine Ahnung oder was auch immer, eine Frequenz von ihm, hör die jetzt heute Abend mal an. Morgen Abend vielleicht nochmal und am dritten Tag hast du dann deine Astralreise. Das funktioniert nicht. Funktioniert definitiv nicht. ja, okay. Also wenn ich jetzt immer erzählen darf von meinen Erfahrungen, von den Frequenzen, was ich jetzt habe, also ich höre ja auch die anderen Frequenzen an, auf YouTube, die kostenlosen Frequenzen, und muss sagen, da gibt es ja auch einige, die sind top. Ich habe mir gekauft die MP3 Cosmic, ich habe mir dann die 32-Bit Wave, also Datei von Stay, habe ich mir gekauft, und dann habe ich mir noch die Ah, ich Reichtumsfrequenz, weiß, die habe ich auch, die ja. Ach, jetzt fällt mir ab, ey, ich glaube Suggestionen. MP3, ich glaube MP3 habe ich die jetzt, So, weiß jetzt gar eine nicht. Geldmaschine und so. Genau, ja. Ja. Also auch super gemacht, muss man sagen. Also man merkt, da ist also viel Mühe steckt dahinter, und es ist echt auch toll gemacht. Oh, jetzt ist er, müssen wir mal kurz, ganz kurz pausieren. Ja, Braun, ich habe gar keine Zeit. Ja, Robert, kannst du später machen? Ich mache gerade ein Video. Alles klar, bis dann. Ciao. So, Entschuldigung, war jetzt gerade Telefonat, aber der ruft später mal. Brauchen wir ja gar nicht rausschneiden dann. Ja, Weil, egal. Ja, ja. gut, auf jeden Fall, jetzt ist es so. Ja, also ich habe mir die Frequenzen gekauft, und ich höre mir auch, wie gesagt, die kostenlosen Frequenzen an. Und man merkt, er macht sich auch sehr viel Mühe. Auch jetzt zum Beispiel bei der kostenlosen Frequenz, die Gottesmeditation, also das ist ja auch Frequenz und geführte Meditation, die ist halt echt top. Mich wundert es, dass die eigentlich kostenlos ist. Also weil die ist ja die geführte Meditation, die bringt die echten Sphären, also erweitert das Bewusstsein, wo ich sage, also das ist schon mal echt top da, dass ich echt Mühe geben und bringt die quasi kostenlos quasi auf YouTube raus. Also die Gottesmeditation, die musst du mal anhören, die ist echt super. Kenne ich noch nicht, ne? Da waren die Doch kein sieben Format Chakren auch, ne? gereinigt, ja, sieben Chakren, auch Zirbeldrüse, alles, also quasi kommt der ganze Körper in Harmonie, und du verbindest dich quasi mit der Göttlichkeit. Also echt super gemacht, außer auch mit Hintergrundfrequenzen. Und ja, jetzt mit den einen Frequenzen, wie gesagt, ich höre mir die auch an, ich höre mir aber die Frequenzen, die kostenlosen, bei YouTube an. Und jetzt, wie ist der Stand der Dinge? Okay,
Ich habe ja schon mal eine spontane Astralreise gemacht. Da habe ich noch nicht die Frequenzen angehört, aber wusste schon von Marco Hümers Video von Astralreisen. Da habe ich extra Video gemacht, meine erste Astralreise. Ja. Danach war es dann so, wie gesagt, ich habe mich jetzt auch da noch intensiver beschäftigt, auch mit luzide Träume. Ich habe dann auch zum Beispiel hier die afrikanische Traumwurzel, da habe ich mir jetzt auch schon wieder Päckle gekauft. Ja, da habe ich gedacht, okay, das ist es mal wert. Ja. Und ja, auf jeden Fall, allgemein würde ich so sagen, also sagen wir mal so, wie weit bin ich gekommen? Also meine Träume waren immer luzide. Ich habe auch einen super luziden Traum gehabt. Mein erster luziden Traum, den ich gehabt habe, war nicht nur luzid, sondern der war echt arschgeil mit einem super Mittelalter-Setting, das was mir richtig taugt und so, und wo ich mir richtig den Arsch abgelacht habe. Dazu mache ich extra Video, also über meinen ersten luziden Traum. Dann habe ich luzide und Klarträume gehabt über Astralreisen, wo ich wirklich gedacht habe, dass ich schon eine Astralreise mache. Ja? Wo ich schon eine außerkörperliche, dass ich dachte, wow, geil, ich habe es geschafft. Und da habe ich die Frequenzen von Marco angehört, ja, an dem Abend. Und da bin ich dann irgendwie, habe ich sie mir angehört. Bei mir war es dann so, ich habe sie angehört, dann konnte ich aber fix in den Frequenzen nicht einschlafen. Dann habe ich die Hörer auf Zeit gelegt. Und dann bin ich eingeschlafen irgendwie. Und dann auf einmal habe ich gedacht, ich bin jetzt im Astralkörper, mache eine Astralreise, ich bin da richtig raus aus meinem Körper, das war dann echt genial. Und dann, juhu, ich hab's geschafft, gell? Bin durch die Decke, gell? Und das war dann auch krass. Vielleicht sollte ich da auch nochmal ein extra Video machen oder ich erzähle es vielleicht kurz, was meinst du, soll ich mal kurz erzählen? Ja, Vielleicht kannst du kurz und kurz, knapp, ja. ja, ganz kurz und knapp, okay. Auf jeden Fall, ich bin raus, dann bin ich durch die Wände und dann war es krass. Also wenn das jetzt die Wand ist, dann waren da so Licht auf, wie so Lichter, wo, also wie so Licht, wo so aufgeflackert ist. Also da, wenn jetzt da die Mauer ist, da ist die Grenze und ich bin da mit dem Arm so rein, da hat da so, irgendwie so Licht aufgeflackert. Das konnte ich mir noch erinnern. Also das war so mein Eindruck, ja. Also wenn ich mit dem Körper reinbrenne, an den Grenzen hat sich da wie so, als wäre, wenn sich das Körper so reinbrennen täte und da würden so Lichter so aufflackern. Aber ganz, ganz kurz, weißt du, ganz leicht. Also, ja, ist ein bisschen schwierig zum Erklären. Auf jeden Fall, da bin ich raus und dann habe ich mir gedacht, boah, geil, ich hab's geschafft. Aber dann hab ich mich umgeschaut und denke mir, oh, da stimmt was nicht. Weil das war nicht die Wohnung, wo ich jetzt wohne, sondern das war meine alte Wohnung, weißt du, Audenried damals. Und dann bin ich raus, dann bin ich zu meiner Mutter, die hat gerade geschlafen, dann bin ich dahin, hab dann mit ihr gesprochen, aber da war es dann irgendwie so komisch, dann hat sie geantwortet, dann hat sie also quasi im Schlaf dann mit mir irgendwie geredet, aber halt voll wirr, gell? Und dann bin ich raus, wieder raus aus der Wohnung, bin dann bei uns da an der Terrasse, vielleicht kannst du noch erinnern damals, oder Ding, ja, bei uns an der Terrasse auf jeden Fall, bin ich dann raus und dann auf einmal bin ich über die Terrasse gesprungen, weil ich mir dachte, mir kann ja nichts passieren. Und dann war ich so am Boden und bin dann so am Boden geschwebt. Und dann bin ich wieder hoch und dann bin ich, da wollte ich vorwärts, da wollte ich also fliegen wie Superman. Dann bin ich so hin, da habe ich mich so aufgestellt und so. Und dann bin ich aber ganz langsam nur vorwärts gekommen. Also es war irgendwie so mühselig. Und dann dachte ich, okay, ich muss mich konzentrieren. Habe mich richtig konzentriert und dann konnte ich sehr schnell mich fortbewegen. Also dann konnte ich fliegen. Und dann bin ich Leuten begegnet, ja, die auch astral unterwegs waren. Und das Krasse war, die Leute sind also nicht so geflogen, also so waagerecht wie Superman, sondern so. Also quasi stehen, sie sind quasi so auf mich zugekommen, weißt du? Und das war noch krass, dann bin ich halt zu denen hin, hab mich mit ihnen unterhalten und dann auf einmal bin ich wieder wach geworden und bin dann in mein Bett aufgewacht und so. Und da war es dann so, und dann habe ich gemerkt, oh, obla, das war ja gar nicht, das war ja gar nicht Astralreise, das war halt doch aber ziemlich Klartraum, kann man sagen, wo ich schon fast, oder sagen wir mal, fast luzid war, kann man sagen, oder ja, klar, also. Und das war natürlich auch schon richtig geil. Das sind natürlich schon, also sagen wir jetzt mal, Erlebnisse. Träume von Astralreisen, ja, luzide Träume, also so weit bin ich schon gekommen. Ich schaffe es aber noch nicht ganz den Körper abzustoßen. Also ich bin immer noch nicht dabei, richtig astral zu gehen. Also da irgendwo blockiert es noch bei mir. Oft ist es ja so, dass ich zum Beispiel niesen muss oder muss pinkeln oder so. Da kommt irgendwie ein Scheiß dazwischen. Und dann war ich zu arg wach. Also manche haben das Problem, dass sie einschlafen. Bei mir ist eher das Problem, dass ich zu schnell wach wurde, dass ich Wachhormone produziere. Und ja, da muss ich halt noch an mir arbeiten. Also ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht mit dem Astraltraining, weil ich habe noch mit anderen Sachen zu tun gehabt, noch andere Sachen, Probleme zum Lösen gehabt. Aber ich pack's jetzt nochmal an und ich möchte jetzt mal auch einen Schlafentzug machen. Also ich möchte mal 2 Nächte mal nicht schlafen. Das mache ich jetzt, gucke, dass ich das am Wochenende hinkriege. Und dass ich dann mit dieser Müdigkeit, mit dieser extremen Müdigkeit dann arbeite, weil oft geht man ja auch in den Astralkörper, wenn man sehr müde ist, wenn man sehr übermüdet ist. Das kann ja auch eine Astralreise auslösen. Gell?
Und Das ja. wird mal interessant. Ich meine, Ja. vielleicht sieht der Marco das Video auch, vielleicht kann er irgendwie seinen Tipp dann ins Kommentar Ja, schreiben. Was er klar. dazu. Ich kann mir es aber schon denken, woran es liegt. Bei mir ist halt einfach so, ich habe noch zu viele Gedanken im Kopf. Ja, vielleicht sollte ich öfters mal die Stop, oder sollte ich mir vielleicht doch die Stop Thinking da mal probieren und mal mehr mit sorgen und das mal öfters anhören. Also, ich habe halt, wie gesagt, bei mir sind halt immer, wenn ich halt, ja, irgendwie Gedanken und so, und ich weiche immer auch mit den Gedanken auch ein bisschen ab. Ich glaube, dass das Problem ist, warum ich es nicht ganz schaffe. Aber ich bleibe dran. Also ich bin halt geduldig. Wie gesagt, jetzt versuche ich es mal mit Schlafentzug und da muss man mal schauen. Aber auf jeden Fall, wenn es jetzt noch mal auf zurückzukommen auf die Frequenzen von Marco, würde ich sagen, auf jeden Fall, dass sie was bewirken. Das auf jeden Fall. Aber man darf sich keine Wunder erwarten. Also, Würde ich auch sagen, ja. also man merkt das auf jeden Fall, im Gehirn tut sich was. Ja. Die Ja. Zirbeldrüse wird definitiv stimuliert. Es ist auch so, bei vielen Frequenzen, die es auch bei YouTube auch kostenlos gibt, also Pineal Gland, Activision und wie sie alle heißen, Zirbeldrüse aktivieren und so. Und da merkt man ja das Gleiche, hat man den gleichen Effekt. Ja. Und da schaut bei Marco Hümers Frequenzen auch so, dass wenn man die längere Zeit anhört, dass man schon richtiges Gehirn, ich nenne es immer so, Hirnmuskelkater bekommt. Also dann wusste ich dann richtig das Gehirn, wo man merkt, wie man mit zum Beispiel lang erklärt hat oder so, dass die Birne quasi raucht und so. Und das merkt man schon auch bei seinen Frequenzen, wenn man sie lang anhört. Also sie stimulieren zumindest auch die Zirbeldrüse, ja, die Gehirnfunktionen. Was genau, wisst man mal fragen, ob man das vielleicht, hey, das wäre mal eine Frage an der Marco, ob man seine Frequenzen auch dafür einsetzen kann zum Gedächtnistraining zum Beispiel, ob die das auch, diese Bereiche im Gehirn vielleicht Also ich habe aktivieren. eine von ihm, die ist speziell fürs Lernen. Ah, okay. Die, ja, das geht schon. Also ich habe mir auch mal so drei Studien angeschaut zu Frequenzen, jetzt allgemein zu Frequenzen. Und die haben alle drei also auch ganz klar einen Effekt belegt. Das Okay. war zum Beispiel, das war eine Studie, da ging es um Jugendliche, die Ritalin nehmen. Also das ist ja gerade bei denjenigen, die hyperaktiv sind, die ADHS haben, da wollte man schauen, ob die einen Effekt haben, ob man praktisch das Medikament weglassen kann, ob das den gleichen Effekt hat mit einer Frequenz. Und das war so. Also es wurde einwandfrei dann belegt. Dann eine andere Studie, da ging es rein um Meditation. Da wollte man gucken, haben jetzt Leute, die einfach nur meditieren ohne irgendwas, also bringt es mehr, oder bei den Leuten, die zusätzlich zur Meditation noch eine Frequenz hören, gab es auch einen Effekt für die Frequenzen. Und die dritte Studie, was war das nochmal? Da ging es ums Lernen, genau. Da hat man versucht, eben zu schauen, hat es einen Effekt beim Lernen, beim sich merken von Wörtern. Das hat man in der Schule gemacht und das war auch so. Also, das waren jetzt keine Infos irgendwie aus irgendeinem Forum, sondern ist auch ganz einfach, kann man nachlesen. Man geht zum Beispiel bei Google Scholar, Frequenzen ein und dann findet man schon einiges an Studien. Ja, nicht immer ganz leicht zum Lesen, man muss halt wissen, wie man so Studien liest auch. Aber es ist ganz klar belegt, dass Frequenzen was bringen. Das Gut. allgemein gesagt auch. Ja klar, also das denke ich auch. Wie gesagt, man darf sich keine Wunder warten oder so. Aber auf jeden Fall, dass sie was bringen, würde ich uns auf jeden Fall mal unterschreiben. Ja. Ist ja bei allem so, man muss halt leider was tun, wenn man irgendwas haben will oder so. Also, Ich denke halt Kombination ja. von allem. Also wie Ja. gesagt, afrikanische Drumwurzel vielleicht mit Frequenzen, mit Meditieren, mit sich dem Thema beschäftigen und das über einen längeren Zeitraum. Ich denke, dass es auch hinkriegt mit der Astralreise. Wie gesagt, es braucht halt Zeit. Ja. Es war halt, wie gesagt, bei mir halt Sachen, Rechnungen, Zahlungsforderungen und so, wo ich im Kopf gehabt habe und so, was mir ein bisschen abgelenkt hat. Dann kam halt wieder so ein Scheiß halt dazwischen, wie da pinkeln oder plötzlich habe ich müssen niesen. Ja, dann bin ich natürlich voll wach geworden, war Konzentration natürlich futsch. Gell. Solche Sachen sind halt passiert und wie gesagt, da muss ich einfach mehr trainieren, länger dabei bleiben und ich denke halt mal, irgendwann wird es dann schon klappen. Ja. Aber so Ja. frisch möchte ich mir jetzt nicht setzen oder so, damit er unter Druck setzen. Ja. Also bei Marco hat es ja auch Jahre gebraucht, bis er mal seine erste Astralreise hingekriegt hat. So schon oft. Also. Und von dem her, man kann es ja nicht erzwingen, gerade dann, wenn man es angespannt erzwingen will, dass man sagt, so, jetzt muss es klappen, dann klappt es ja meistens nicht, ja. Sondern man muss einfach darauf hinarbeiten, so sehe ich das, ja. Und Ja. da können auf jeden Fall die Frequenzen auf jeden Fall eine Hilfe sein, würde ich sagen. Man muss es nicht haben, also es ist nicht so, dass es ein Muss ist, ja.
Also man kann es natürlich mit anderen Techniken natürlich auch hinkriegen, bestimmt, und Meditation, aber es ist auf jeden Fall, würde ich schon als Stütze bezeichnen. Ja, also es ist hilfreiche Stütze, das auf jeden Fall. Ja. Schließe ich mich an, der Meinung. Ja. Und ja, und wie gesagt, und ich finde es auch gut, der Marco ist ja echt ein netter Typ, gell? Auch offen für Kritik und setzt die auch um und alles und so, was man ja gesehen hat. Also das Nee, kann also ja ich nur finde auch, es was. ist wirklich ein super, super Kerl, also muss ich echt Ja, aussagen. okay. Das Ja. hat mich schwer beeindruckt, als du das da das Video gemacht hast und gemeint hast, dass er mit dir telefoniert hat. Ja, das Das war war ja echt echt cool. eine feine Aktion. Ja, hat mir gleich das Gespräch angeboten, das war noch super. Und er hat dann Ja. quasi telefoniert und hat die Telefonrechnung auf sich genommen. Also das war dann schon also echt fein, also feiner Zug und war also so ein herzliches Gespräch und so ein nettes Gespräch, was wir da geführt haben. Auch über Hm, das Thema Selbstmord und so haben wir dann auch nochmal, weil er hat ja dann gerade das Selbstmordvideo hochgeladen, das hat mich auch noch interessiert. Ja, Domogratno, ich würde ja sagen, wir machen dann mal ein Skype-Interview mit Marco. Der hat jetzt, wie gesagt, das erstmal das Problem mit seinen Uploads den Monat. Wird es nicht gehen, weil da ist sein Server also ziemlich beschäftigt. Aber danach wollen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir eine Skype-Konferenz machen. Vielleicht ist der Robert dabei. Ja. Weil vielleicht mache ich es auch beim Robert. Also Robert ist übrigens ein Freund von mir, also Sohn von meinem Vermieter. Und der hätte dann auf jeden Fall, vielleicht mache ich es dann mit dem zusammen, dass wir dann das Interview machen oder ja, mal gucken. Wäre cool, wenn die Astral Real Talk sich noch anschließt, gell? Habe jetzt gar nicht gefragt, ich habe jetzt ganz vergessen, die wollte ich auch noch fragen. Aber da ist ja noch hin, ich meine, es ist ja noch ein Monat Zeit, also bis dahin. Ja, coole, coole Aktion, also dann ja so. Ja. Das muss man echt sagen, was der Marco wie der sich austauscht mit seinen Abonnenten. Wer macht das? Die meisten schreiben nicht einmal eine Antwort, wenn man irgendwas schreibt. Also er geht da wirklich, schaut schon, dass er Ja. auf alle seine Ich hab Fans, immer. sag ich jetzt mal, eingeht. Ja. Also das auf jeden Fall, was jetzt gerade die Frage nochmal, ich hätte, wie gesagt, ich habe ja zu Marco gesagt, Mensch Marco, wenn du eine Frage beantwortest, kommen schon wieder 10 neue auf, so ist es ja. Also auch mit dem Selbstmordvideo, was mich dann noch interessiert zum Beispiel, weil er hat ja gesagt, hey, wenn jemand Selbstmord begeht, dann muss jetzt die ganze Scheiße nochmal von vorne machen und die Erfahrungen gehen da verloren. Und das glaube ich nicht ganz. Also, dass dann alle Erfahrungen futsch sind. Also er meint dann, wenn man sich umbringt, muss man dann nochmal das gleiche, komplett das gleiche Leben nochmal leben und alles nochmal durchmachen. Also dann, aber da das, also dass man die Erfahrung oder die Aufgabe, die man jetzt nicht bewältigt hat, machen muss, das kann ich das glaube ich schon. Aber die anderen Erfahrungen, die anderen Aufgaben, die man ja schon bewältigt hat bis zu dem Punkt, dass da die Erfahrungsskills quasi alle auf einmal futsch sind, das kann ich irgendwie nicht glauben. Da wollte ich mal fragen, warum das so sein soll. Oder so. Glaube ich auch nicht, Da dass bin es ich einfach mal ein ist. bisschen auf der Zahnfühler. Ja. Mir wird es, also gut, ich habe kein Problem, ich kann es auch sagen. Meine Mutter ist vor 4 Monaten gestorben, die hat sich das Leben genommen. Ich sage das jetzt hier, ich habe damit kein Problem. Ich habe mir schon überlegt, ob ich ein Video mache, aber ich spreche es jetzt einfach mal hier an. Und was mich auf jeden Fall interessiert, ich sage es jetzt einfach, ich wollte es eigentlich nicht darüber sprechen, aber ich mache es jetzt trotzdem. Weil ich möchte einfach wissen, wo jetzt sich meine Mutter befindet, in welcher Phase, in welchem Zustand, wie es ihr geht, was der Marco meint. Also das würde mich mal interessieren. Weil meine Mutter war ein guter Mensch und die hat einfach die Schmerzen, was sie gehabt hat, sie hat brutale Schmerzen gehabt, die konnte sie nicht mehr, die hat sie nicht mehr ausgehalten und hat sie aufgrund dessen ins Leben genommen. Ja. Wo ich sage, dass ich konnte es nachvollziehen. Also ich konnte es echt nachvollziehen. Die Ärzte haben mir nicht mehr geholfen, also die war schon ein paar Mal im Krankenhaus, die Ärzte haben nicht mehr geholfen, dann hat man, da hat der Arzt ihr die Schmerzmittel nicht mehr verschrieben, was er hätte brauchen sollen und aufgrund dessen hat die Schmerzen nicht mehr ausgehalten und hat sich von dem Leid befreit. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass meine Mutter jetzt da irgendwie in einer niederen Astralwelt da wiedergeboren wird oder den ganzen Scheiß nochmal aufs Neue erleben muss. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich denke, das Karma macht doch auch noch irgendwie, ist auch noch ein Faktor. Also ob ihr guter Mensch war oder schlechter Mensch. Da möchte ich Marco nochmal ein bisschen mit dem Selbstmordvideo, möchte ich nochmal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Also oder nochmal fragen. Also da hätte ich nochmal ein paar Fragen an ihn. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, hey, muss ich echt sagen, dass wir uns da mit Marco, dass wir so nah sind an die Person, gell, und ihn da so Fragen stellen können und so weiter. Da sind wir ja schon richtig an der Quelle.
Also es war echt toll. Der, wie gesagt, der Das rechne ich ihm hoch an, ja, muss ich sagen. muss ich auch sagen, Definitiv. ja. Und würde sagen, wir machen das auf jeden Fall mit dem Skype-Interview. Ja, gar Finde nicht, es bin ich halt auch gar echt nicht toll, finde dabei. es echt toll, dass er sich da bereit erklärt. Ja. Gell. Also super Sache. Das kriegt man auch hin. Das wird natürlich Ja. auch erinnert. Also der Robert hat ja bestimmt dann auch noch Fragen, wenn er sich anschließt. Ja. Und mir fallen dann auch wieder zig Fragen ein bis dahin, das weiß ich jetzt schon. Aber wie gesagt, die Hauptfrage, der wichtigste Punkt wäre wirklich nochmal mit dem Selbstmord. Was nochmal genau wirklich ist. Da möchte ich mal mit ihm noch ein bisschen diskutieren. Ja. Okay, haben wir noch was Okay. vergessen oder Ne, ich müssen wir denke, es uns? passt. Es war, sind wir Okay, schon wieder lang ziemlich lang, dabei. gell? Ja. Das reicht. Also gut, Ich denke, sollen wir ganz noch wichtig. nach. Ihr könnt jetzt beenden, dann können wir noch ein bisschen Nachbesprechung machen von Ja, mir. machen wir es so. Gell? Alles klar, dann mache ich jetzt mal kurz, ich lege jetzt kurz auf. Bis Also, später. tschüss. Bis später, ja.